Salam alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einer neuen Folge meiner Gesundheitsvideos. Heute möchte ich mit euch über die B-Vitamine sprechen und wie notwendig sie für unsere Gesundheit sind. Vitamine sind lebensnotwendige Stoffe, die der menschliche Körper nicht selbst herstellen kann. Wir sind also auf die Zufuhr über die Nahrung angewiesen. Die B-Vitamine sind im Gegensatz zu den fettlöslichen Vitaminen E, D, K und A, welche in der Leber abgespeichert werden können. Die B-Vitamine sind also wie das Vitamin C wasserlösliche Vitamine und können nicht im Körper gespeichert werden. Das heißt, sie müssen regelmäßig zugeführt werden. Die Gruppe der B-Vitamine umfasst heute 8 Vitamine, also B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 und B12. Ihre Aufgaben sind äußerst vielfältig und komplex. Vitamin B12 spielt eine besondere Rolle, da es fast ausschließlich über tierische Lebensmittel aufgenommen werden kann. Zu den möglichen Symptomen eines Vitamin-B-Mangels zählen unter anderem Müdigkeit, Erschöpfung, Leistungsdefizite, Appetitlosigkeit und depressive Verstimmung. Vitamine sind lebensnotwendige Mikronährstoffe, die unser Körper zur Aufrechterhaltung vieler Funktionen und Stoffwechselprozesse benötigt. Es handelt sich meistens um Vorstufen von Enzymbestandteilen. Deshalb sind die Vitamine der B-Gruppe wichtig in Zusammenhang mit der Hormonbildung, beeinflussen die Durchblutung, sind am Kohlenhydrat-, Protein- und Fettstoffwechsel beteiligt und tragen zur Blutbildung und zur gesunden Funktion der Nerven bei. Hier daher einige Beispiele für die Funktion der verschiedenen B-Vitamine. So ist Vitamin B1, also das Thiamin, für starke Nerven wichtig. Es ist vor allem für den Kohlenhydratstoffwechsel und damit für die Energiegewinnung essentiell. Deshalb ist es besonders wichtig für die Kondition und das Gedächtnis. Auch für die Reizleitung des Nervensystems und den Stoffwechsel von Neurotransmittern ist B1 wichtig. Vitamin B2, also das Riboflavin, ist für die Entgiftung zuständig. Es ist wie viele B-Vitamine auch wichtig für den Energiestoffwechsel. Eine besondere Rolle kommt ihm zu, da es Entgiftungsprozesse der Leber unterstützt und für die Bildung von Vitamin B3, B6, Folsäure und Vitamin K wichtig ist. Darüber hinaus ist Vitamin B2 an der Immunabwehr beteiligt und unterstützt gesunde Haare, Haut und Nägel. Vitamin B3, also das Niacin, ist zur Energiegewinnung, zur Zellbildung und Regeneration der Muskeln notwendig. Zudem spielt es eine wichtige Rolle im Fett- und Cholesterinstoffwechsel. Es ist an der Regulation der Blutfette, also der Triglyceride und Cholesterine, beteiligt. Es reguliert damit auch das Verhältnis von LDL-Cholesterin und HDL-Cholesterin. Ein Vitamin-D3-Mangel führt unter anderem zu rauer Haut, also zu Dermatitis, entzündliche Hautreaktionen mit rauer, schuppiger Haut, ebenso zu Demenz und Durchfall. Vitamin B5, also die Pantothensäure, ist für die Wundheilung sehr wichtig, weil es die Regeneration fördert. Es sorgt für einen normalen Kohlenhydrat- und Eiweißstoffwechsel und ist ebenso für einen gesunden Fett- und Cholesterinstoffwechsel notwendig. Meistens wird es in Nahrungsergänzungsmitteln als Calcium-D-Pantothenat angeboten. Das Vitamin B6, also das Pyridoxin, spielt vor allem beim Umbau von Proteinen im Stoffwechsel und bei Wachstumsprozessen eine Rolle. Herz, Gehirn und Leber brauchen unbedingt genügend Vitamin B6, um ihre Funktionen erfüllen zu können. Darüber hinaus ist das Vitamin ein Bestandteil von Neurotransmittern, Botenstoffen, die für die Reizübertragung zwischen Nervenzellen sorgen, und es wirkt gegen Schwangerschaftsübelkeit, Erbrechen sowie Menstruationsbeschwerden. Ein Vitamin B6-Mangel führt zu entzündlichen Veränderungen von Haut- und Schleimhäuten, wie rissige, trockene und aufgesprungene Lippen sowie Mundwinkeleinrisse. Vitamin B7, also das Biotin, ist wichtig für normale und gesunde Haare, schöne Haut und feste Nägel. Biotin ist an vielen normalen Funktionen des Kohlenhydrat-, Fett- und Eiweißstoffwechsels und der Schleimhäute beteiligt. Ein Vitamin B7-Mangel hätte Hautentzündungen, Haarausfall und splitternde Nägel unter anderem zur Folge. Vitamin B9, also die Folsäure, ist ein Zellvitamin, das für alle Wachstumsprozesse mit Zellteilungen bedeutsam ist. Frauen in der Schwangerschaft haben deswegen auch einen erhöhten Bedarf an Vitamin B9, insbesondere im ersten Drittel der Schwangerschaft ist der Bedarf sehr hoch. Gemeinsam mit Vitamin B12 und Vitamin B6 sorgt Folsäure zudem für den Abbau der toxischen Aminosäure Homocystein, was sehr wichtig ist, da ein erhöhter Homocysteinspiegel im Blut mit einem erhöhten Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Herzinfarkt oder Schlaganfall einhergeht. Auch zwischen Alzheimer und Homocystein besteht ein Zusammenhang. Vitamin B12, also das Cobalamin, ist wichtig für die Zellerneuerung und für gesunde Nerven. Zudem ist Vitamin B12 wichtig, damit Folsäure überhaupt aktiviert werden kann. Vitamin B12 ist an verschiedenen Prozessen im Körper beteiligt,
wie an der Zellerneuerung und Wachstumsvorgängen, Bildung roter Blutkörperchen, also an den Erythrozyten, Eiweiß- und Fettstoffwechsel, Bildung von Nervenzellen und Neurotransmittern, also am Nervensystem, Abbau von Homozystein, Aktivierung der Folsäure. Anzeichen für einen Vitamin-B12-Mangel könnten sein Blässe, ergrauende Haare und Haarausfall, Erschöpfung und Schwäche, Infektanfälligkeit, Kribbeln oder Taubheitsgefühle in den Gliedmaßen, Muskelzittern, metallischer Geschmack im Mund und Zungenbrennen, Entzündungen im Mund, Magen und Darm, Verdauungsstörungen und Appetitlosigkeit. Unter anderem, da alle B-Vitamine miteinander in Verbindung und in Wechselwirkung miteinander stehen und voneinander abhängig sind, sollte man wirklich alle B-Vitamine in ausreichendem Maße zu sich nehmen. Aufgrund der heute weitgehend denaturierten und ungesunden Ernährung leiden die meisten Menschen unter einem Vitamin-B-Mangel, weshalb diese in den meisten Fällen durch Nahrungsergänzungsmittel supplementiert werden sollten. Allerdings sollte man wie bei allen anderen Nahrungsergänzungsmitteln unbedingt darauf achten, dass sie in natürlicher Form vorliegen, weil unser Organismus auf natürliche Vitamine eingestellt ist und nur diese perfekt aufnehmen kann. Synthetische Vitamine hingegen sind eine nicht ganz identische Kopie von natürlichen Vitaminen. Hinzu kommt, dass sie in isolierter Form vorliegen und nicht im natürlichen Verbund, wie der Körper es gewohnt ist. Synthetisch hergestellte Vitamine können tatsächlich schädlich für den menschlichen Organismus sein. Zudem sind diesen oft Zusatzstoffe beigemischt, welche den Körper ebenfalls schädigen können. Und dies ist der Grund, warum ich beschlossen habe, meinen eigenen Vitamin-B-Komplex herzustellen, der aus allen 8 B-Vitaminen besteht. Und zwar liegen alle 8 B-Vitamine in ausreichendem Maße und in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander in dem Quinoa-Getreide vor. Und ebenso im Buchweizen, dazu später. Jetzt werde ich das Bio-Quinoa-Getreide hier einweichen und es zum Keimen bringen. Mein Video dazu, wie man Keimlinge und Sprossen herstellt, das werde ich euch hier oben nochmal verlinken. Daran werdet ihr unter anderem auch sehen, dass sich gerade die Vitamine stark durch den Keimprozess vervielfältigen. Dies ist insbesondere beim Vitamin C und auch bei den B-Vitaminen der Fall. Die B-Vitamine sind im Quinoa-Getreide schon ausreichend vorhanden, aber durch den Keimprozess werden sie nochmal um ein Vielfältiges potenziert. Subhanallah. Das Quinoa-Getreide ist hier durch das Einweichen schon stark aufgequollen und deswegen verteile ich das jetzt auf diese 3 Gläser, damit die angehenden Keimlinge dann genug Platz haben, sich zu entfalten. Und dann wird jetzt einfach jeden Tag morgens und abends einmal gut durchgespült, so lange bis eben die Quinoa-Sprossen entstanden sind und die Schwänze lang genug sind. Sprich, bis sie etwa doppelt so groß wie das Korn selber sind. Wie das jetzt hier gut zu sehen ist, die Sprossen wären hier jetzt zum Verzehr bereit. Man könnte einen Teil davon täglich in den Salat geben oder man könnte sie eben trocknen, wie ich das jetzt hier getan habe, damit ich letztendlich daraus ein Nahrungsergänzungsmittel erstellen kann. Das zeige ich euch dann gleich. Also zuerst trocknen wir jetzt die Sprossen bei maximal 37 Grad Celsius. Man könnte sie auch bis zu 40 Grad Celsius erwärmen und dabei trocknen, aber ich halte die Temperatur lieber gerne immer etwas niedriger, damit wirklich auch alle Vitamine unbeschädigt bleiben. Ebenso habe ich die Sprossen eben in einem ganz dunklen Raum, in meinem Abstellraum, getrocknet, da Vitamine bekanntermaßen ja licht- und wärmeempfindlich sind. Nachdem die Sprossen dann komplett getrocknet sind, werden sie jetzt hier in der Kaffeemühle vermahlen zu einem feinen Mehl und dieses Mehl werden wir dann am Ende letztendlich verkapseln. Zuerst allerdings gebe ich das fein gemahlene Mehl in ein Glas und dem füge ich dann solch einen Trockenbeutel hinzu, also aus Silikagel. Diese Beutel sind völlig harmlos, man kann sie überall hineingeben, auch in Nahrungsmittel, wie zum Beispiel jetzt hier in dieses Pulver, damit eine jegliche eventuelle Restfeuchte damit ausgeglichen wird. Deshalb lasse ich dann dieses Pulver mit diesem Trockenbeutel im Schrank in dem Glas einige Tage erstmal noch stehen, bevor ich es dann weiter zu Kapseln verarbeiten werde. In dieser Zeit werde ich jetzt den Bio-Buchweizen zum Keimen bringen und hier wieder genau die gleiche Prozedur vornehmen. Das Buchweizen-Keimpulver hat sogar etwas höhere Vitamin-B-Werte als das Quinoa-Keimpulver, da aber beide Sprossensorten in ihrem natürlichen Verbund natürlich noch viele verschiedene andere Vitamine und Mineralstoffe beinhalten, ergänzen sie sich sehr gut miteinander und deshalb werde ich dieses Pulver, also ich werde beide Pulversorten am Ende dann vermischen und aus diesem vermischten Pulver dann die Kapseln formen in Schale. Sobald dann auch hier wieder die Sprossen lang genug sind, also die Schwänzchen sind mindestens doppelt so lang wie das Korn selber,
sind die Sprossen verzehrbereit und auch hier könnte man wieder einen Teil davon abnehmen und den in den täglichen Salat geben. Empfehlenswert wäre es natürlich grundsätzlich täglich verschiedene Arten von Sprossen in den Salat zu geben. Und der Rest wird natürlich auch hier jetzt wieder getrocknet und auch hier wieder maximal 35 bis 37 Grad Celsius in einem dunklen Raum, in meinem Abstellraum. Hier habe ich sogar nur auf 35 Grad gestellt und die Sprossen dann eben wieder so lang trocknen lassen, bis sie komplett trocken sein werden. Und dann werden wir auch hier wieder, wie vorher, die getrockneten Sprossen dann vermahlen. Das Gute an Buchweizen und Quinoa ist, dass beide sogar glutenfrei sind, also perfekt für Menschen mit Glutenunverträglichkeit geeignet. Buchweizen hat es sogar an sich, den Blutzuckerspiegel um bis zu 19% zu senken und somit nicht nur das Risiko für Diabetes zu schmälern, sondern auch von Folgeerkrankungen wie zum Beispiel Herz-, Nerven- und Nierenprobleme. Hohe Mengen an sekundären Pflanzenstoffen sowie der Mineralstoffe Kupfer und Magnesium wirken sich positiv auf die Herzgesundheit aus. So ist Buchweizen eine sehr reichhaltige Quelle für Rutin, ein Antioxidant, das sich gegen die gefährlichen freien Radikalen richtet, die chemische Nebenprodukte des Zellstoffwechsels sind und Herz- und Krebserkrankungen verursachen können. Das Antioxidant Rutin macht das Blut dünnflüssiger und erhöht damit sogar den Blutfluss, sodass damit Gutes für die Herzgesundheit getan wird. Nachdem jetzt durch die Trockenbeuteln in beiden Pulvern jegliche eventuelle Restfeuchte beseitigt wurde, werden wir diese jetzt zu Kapseln verarbeiten und dazu vermischen wir diese beiden Pulver miteinander. Und nachdem wir das getan haben, werden wir jetzt anfangen, die Kapselmaschine vorzubereiten. Und wer dazu nochmal genauere Informationen haben möchte, wie man grundsätzlich seine Nahrungsergänzungsmittel selber herstellen kann mit der Kapselmaschine, der kann sich mein Video dazu nochmal anschauen, das werde ich euch hier oben verlinken. Wie zu sehen, es werden erstmal die großen Kapselhälften hier drauf gegeben und eventuell falsch gefallene Kapseln wieder umgedreht. Und sobald das alles getan ist und alle Löcher gefüllt sind mit den großen Kapselhälften, dann wird das Pulver darüber gegeben. Und dann schön immer angedrückt und dann ein zweites Mal nochmal nachgefüllt und bis zu drei oder viermal nachgefüllt, nachdem man das Pulver immer wieder schön eingestampft hat, damit die Kapseln wirklich am Ende gut gefüllt sein werden und keine Luftlöcher entstehen. Dann kommen die kleinen Kapselhälften auf die zweite Platte und werden ebenso hier gut eingefüllt und falsch reingefallene nochmal umgedreht. Und dann werden wir jetzt diese zweiten Kapselhälften darauf drücken und damit sind die Kapseln jetzt auch schon fertig gefüllt. Das geht eigentlich super schnell mit der halbautomatischen Kapselmaschine. Und schon haben wir erstmal ganze 100 Kapseln hier erstellt und aus diesem Pulver könnte man insgesamt mindestens 500 bis 600 Kapseln erstellen. Zu empfehlen wäre dann, dreimal täglich ein bis zwei Kapseln davon zu nehmen. Und diese Dosis könnte man sein ganzes Leben lang beibehalten, damit man auf diese Weise wirklich immer einen angemessenen Vitamin-B-Spiegel aufrechterhalten kann. Überdosieren kann man mit einem natürlichen Nahrungsergänzungsmittel wie diesem nicht. Mit einem synthetischen Nahrungsergänzungsmittel allerdings schon, sofern man dies auf Dauer nehmen sollte. Weshalb man die Einnahme solch eines synthetischen Nahrungsergänzungsmittels dann lieber mit seinem Heilpraktiker absprechen sollte. Wer jetzt keine Möglichkeit oder Zeit hat, diesen Vitamin-B-Komplex selber herzustellen, der könnte solch ein natürliches Produkt auch online bestellen. Ich werde euch dazu dann einige Links an meiner Pinnwand verlinken. Also das werden dann wirklich die besten Produkte sein, also nur solche Produkte, die aus ausschließlichem Buchweizen- und Quinoa-Keimpulver bestehen, ohne jegliche Zusatzstoffe. Sich allerdings diesen Vitamin-B-Komplex selber herzustellen, kommt um einiges günstiger und vor allem weiß man genau, was drin steckt. Und das gesunde Bio-, Buchweizen- und Quinoa-Keimpulver wurde in Rohkostqualität hergestellt, indem es bei sehr niedriger Temperatur getrocknet und eben auch in einem sehr dunklen Raum getrocknet wurde, sodass die Höchstmenge an B-Vitaminen und allen anderen Vitaminen, Vitalstoffen und sekundären Pflanzenstoffen erhalten bleibt, sodass wir hier ein wirklich natürliches und extrem hochwertiges Produkt vorliegen haben. Mein Video zu den wichtigsten Nahrungsergänzungsmitteln, die heute jeder zu sich nehmen sollte, das werde ich euch hier oben auch nochmal verlinken. Wie wichtig ansonsten auch das Vitamin C ist und dass man damit sogar Arthrose und Arteriosklerose und viele andere Krankheiten heilen kann. Das Video dazu werde ich euch hier oben auch nochmal verlinken, das solltet ihr euch auch unbedingt nochmal anschauen.
Ja, und die Vitamin B-Komplexkapseln sollte man natürlich dann möglichst in einem dunklen Behälter aufbewahren, wo sie eben lichtgeschützt und luftdicht verwahrt werden, damit die für unsere Gesundheit so wichtigen B-Vitamine alle erhalten bleiben. Damit ist das Video beendet. Ich hoffe, dass es euch von Nutzen sein wird. Und wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben, teilt das Video fleißig, damit viele daraus einen Nutzen ziehen können. Vergesst auch nicht, das Glockensymbol zu betätigen, damit ihr kein Video in der Zukunft von mir verpasst. Liebste Grüße, Salam Aleikum, eure Mariam.